Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV und ihr seht, wenn ihr hier hinten rausschaut, ich bin immer noch im Urlaub, deswegen heute auch hier so leger. Und ich will mich heute im Video mal mit euch darüber unterhalten, warum es so wichtig ist, dass man mit einer klar definierten Strategie handelt, dass man klare Regeln hat, eine klare Systematik und warum das so wichtig ist. Also, wie schon erwähnt, ich bin immer noch im Urlaub und warum sitze ich jetzt nicht mit allen anderen Leuten da draußen entweder am Pool oder noch besser am Meer oder vielleicht an der Bar und gönn mir was, weil heute ist Mittwoch und mittwochs schreiben wir ja immer unseren Optionsstrategienbrief. So, und jetzt ist es so kurz vor Mittag und ich habe mich heute früh nach dem Frühstück hierher gesetzt und habe den Brief geschrieben. Der ist jetzt also auch schon per Mail nach Deutschland geschickt und wird gerade verarbeitet, wird gesetzt und so weiter. Unser Büro macht das alles fertig und schickt ihn dann heute Nachmittag an unsere Kunden alle raus. Und als ich diesen Brief hier so geschrieben habe, also ich habe ja nichts anderes dabei als einen Laptop mit einer Datenversorgung, das heißt, ich habe mein Chartprogramm dabei und natürlich Zugang zu meinen ganzen Konten. Entweder wenn man jetzt irgendwo hinfährt, wo man ja keinen Internetzugang hat, dann lässt man das weg. Aber jetzt gerade hier in der Türkei, man hat WLAN hier im Hotel, also das läuft sehr, sehr gut. Ich habe hier meine Zugangsdaten alle mit für die verschiedenen Konten, die habe ich alle kopiert und habe das mitgenommen. Und als ich heute früh den Brief geschrieben habe, ist mir eigentlich nochmal bewusst geworden, warum es so wichtig ist, dass man sehr systematisch handelt. Denn gerade anhand des Briefes kann man ja erkennen, da machen wir ja Woche für Woche immer wieder das Gleiche. Also der erscheint jetzt seit 2011, das heißt seit 4 Jahren. Wir sind seit 4 Jahren profitabel mit diesem Brief, also seit Beginn an. Und ich kann das auch von meinem eigenen Trading sagen, also auch wenn man da sagt, okay, die letzten, wir haben mit den ganzen Coachings und den ganzen Sachen zu ungefähr 4 Jahren angefangen. Und auch seitdem sind auch alle meine Kunden immer profitabel gewesen, ein paar Jahre zuvor zwar auch schon, aber das ist ja jetzt die Zeit, auf die es, glaube ich, auch durch die Zusammenarbeit mit Kunden darauf ankommt. Und warum ist das so? Warum bin ich profitabel? Das liegt ja gar nicht so sehr daran, dass ich irgendwie so wahnsinnig viel Verständnis für die Märkte hätte oder dass ich so viel Ahnung von den Märkten hätte. Ganz im Gegenteil, es gibt ja wahnsinnig viele Leute da draußen, die haben viel mehr Ahnung von den Märkten, als ich das beispielsweise habe. Warum es trotzdem bei mir funktioniert, liegt im Grunde nur an einer einzigen Sache, nämlich daran, dass ich sehr systematisch handle. Das heißt also, ich habe mich hier natürlich im Urlaub auch, da lernt man ja den einen oder anderen kennen, unterhält man sich so ein bisschen und kommt dann immer mal wieder auf das Thema Börse vielleicht auch. Und dann sagen die einen so, naja, ich habe mir jetzt mal VW angeschaut und der andere sagt, naja, letztes Jahr habe ich mir mal irgendwie Gold angeschaut. Und da hat man aber gemerkt, dass die Leute, mit denen man sich unterhalten hat, für die war natürlich Börse jetzt nicht so ein Business wie für mich, sondern wir haben das so ein bisschen nebenbei gemacht, aber für die, die hatten keinen systematischen Zugang zu den Märkten. Und wir dagegen, also sowohl bei uns im Büro als auch das, was wir versuchen, unseren Kunden zu vermitteln, wollen eben einen systematischen Zugang zu den Märkten haben. Das heißt, wir schauen gar nicht so sehr darauf, was ist heute in einem speziellen Markt passiert, was ist in einem anderen Markt passiert, sondern wir gehen alles sehr, sehr stark nach Checklisten durch. Das heißt, wir machen unsere Morgenroutinen, die mache ich auch hier im Büro, hier im Urlaub, das dauert 10 Minuten. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Börsenbrief schreibe, dann schaue ich mir IVR-Listen als allererstes an. Das heißt, ich selektiere schon mal, wo gibt es denn Märkte mit einer hohen impliziten Volatilität, wo lohnt es sich also grundsätzlich mal Optionen zu schreiben. Ich schaue mir an, was es für Signale in unseren verschiedenen Systemen gibt, also wo gibt es Kauf- oder Verkaufssignale im BPDM-Signal, wo gibt es Extrema in den Quad-Daten und so weiter. All diese Dinge schaue ich mir einfach an und zwar nicht sporadisch, sondern wirklich kontinuierlich, also von Woche zu Woche immer wieder das Gleiche. Es ist im Grunde genommen schon relativ langweilig, muss man sagen, aber Langeweile bringt Geld. Das gilt nirgendwo mehr als im Trading. Und natürlich ist es so, dass es immer gerade, wenn man einsteigt, denkt man immer, oh, das ist ja toll, wenn da so viel passiert und jetzt ist eine VW, da muss man sich jetzt draufstürzen und so. Aber richtigerweise ist es eigentlich so, dass man immer wieder die gleichen Arbeitsabläufe
durchgehen muss, dass das sehr, sehr systematisch sein muss, sehr, sehr konstant und eben vor allen Dingen, das Wort fiel mir jetzt gerade nicht ein, wiederholbar. Es müssen wiederholbare Vorgänge sein. Und deswegen ist auch zum Beispiel, wenn man unseren Optionsbrief verfolgt, das ist alles im Grunde genommen immer wieder das Gleiche. Aber es funktioniert eben und das ist ja das Hauptsächliche. Es muss funktionieren. Wir machen doch Trading nicht, damit wir am Ende des Tages sagen können, wow, jetzt habe ich wieder irgendwie ganz wilde Aktionen gemacht und so weiter, sondern es soll doch so sein, das ist zumindest mein Anspruch an Trading, es soll doch so sein, am Ende muss Geld rauskommen. So, weil sonst kann ich irgendwas anderes machen. Kann ich hier unten anheuern als Animateur oder als Entertainer oder keine Ahnung. Also mir würde ja auch sowas einfallen, um Geld zu verdienen. Aber Börse soll doch dazu da sein, dass wir mit möglichst wenig Aufwand relativ viel verdienen. Und relativ viel, da werden wir auch nochmal ein Video extra darüber machen, wie viel kann man denn mit Trading verdienen, was macht Sinn im Trading, auch was sind so Erwartungshaltungen. Aber wichtig ist eben, dass man wirklich systematisch an die Sache herangeht. Und so macht es ja übrigens jeder andere auch. Wenn man das hier mal im Hotel sich anschaut, dieses Hotel hat von April bis November geöffnet, ist eine wirklich super tolle Anlage, also klasse gemacht, 2 Jahre erst alt, also vom allerfeinsten. Und wenn man jetzt, wir sind jetzt 14 Tage insgesamt hier und wenn man sich das mal anschaut, auch die machen natürlich alles extrem systematisch. Also da kann man jedes einzelne Detail sich anschauen. Das geht los, wie die ganze Anlage hier in der Nacht gereinigt wird. Das sind so Dinge, die man eben tagsüber gar nicht sieht. Wenn man mal nachts ein bisschen auf den Balkon tritt und schaut mal raus, dann sieht man das. Wie wird in den Restaurants hier das Essen gemacht? Was gibt es da? Wie werden diese Shows, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, spielt jetzt keine Rolle, aber wie werden diese Shows organisiert? Wie wird die Betreuung der Gäste organisiert und alles. Und das ist alles extrem systematisiert, alles extrem wiederholbar und in deren Sinne, also als Betreiber eines Hotels mit einem positiven Erwartungswert, nämlich, dass die Gäste hier rausgehen und sagen, wow, hier hat mir es gefallen, das empfehle ich weiter oder hier komme ich vielleicht sogar nochmal her. Und Trading muss genauso sein. Also es muss systematisch sein, es muss wiederholbar sein, es muss einen positiven Erwartungswert haben. Und Trading, glaube ich, verwechseln manche immer so ein bisschen irgendwie mit dem Action-Spielfilm. Also da muss es da krachen, da muss da viel los sein, da muss da viel los sein. Aber ehrlich gesagt ist Trading eher ein langweiliger Dokumentarfilm. Ne? Also es muss langweilig jetzt nicht in dem Sinne, dass es mich persönlich jetzt anöden würde. Ganz im Gegenteil, Trading ist super, Trading macht Spaß, man beschäftigt sich mit der Wirtschaft, man bekommt mit, was in der Welt passiert. Also ich liebe Trading. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich jetzt kein Aufreger oder kein Adrenalingeber, dass ich sage, boah, was war das heute für ein Tag und so weiter. Und wer das mal begriffen hat, dass man nur durch diese systematische, konstante Herangehensweise ans Trading Geld verdient, der kann dann auch, je nach Handelsstil, was er macht, seine Trading-Aktivitäten auch zeitlich gesehen enorm nach unten fahren. Und ich habe jetzt hier im Urlaub jeden Tag ein bisschen was gehandelt, also ich habe fast jeden Tag irgendwie eine Position geschlossen oder aufgesetzt und ich habe vielleicht am Tag, naja, sagen wir mal, maximal eine Stunde gebraucht. Lassen wir es mal 2 gewesen sein. Es war maximal eine Stunde. Länger war es nie. Alles andere war dann schon wieder so ein bisschen Beschäftigung, die zum Trading gar nicht notwendig ist. Ne? Also, dass man einfach so ein paar Artikel liest oder dass man mal ein bisschen auf sich ein Video von einem Kollegen auf YouTube anschaut oder sonst irgendwas. Aber das wirkliche eigentliche Trading, ich gehe meine Charts durch, ich gehe meine Listen durch, ich schaue mir alles an. Das hat ja wirklich maximal eine Stunde gedauert und immerhin ist das jetzt, ich handle hier keine Konten von 5.000 Euro, sondern zusammengefasst von doch 7 fast 8-stellige Konten und da braucht man einfach nicht mehr, wenn man so handelt wie wir. Ne? Also das ist jetzt nicht, es gibt andere Leute, die handeln andere Dinge, aber so wie wir es machen, so wie wir es hier bei Optionsstrategien auch versuchen, unseren Kunden beizubringen, kann man das wirklich mit relativ wenig Aufwand betreiben nach einer gewissen Zeit. Das muss man natürlich auch sagen, wenn du jetzt ganz neu bist und sagst, okay, ich will das genauso machen, dann wirst du am Anfang ein bisschen länger brauchen als vielleicht eine Stunde. Aber ich mache das jetzt ein paar Jahre und deswegen ging das eigentlich relativ oder geht das jetzt mittlerweile relativ zügig, weil es eben, wie gesagt, immer das Gleiche ist. So. Ich sehe hier hinten, weil ich habe das Bild von mir, ich sehe hinten, das Wetter ist schön, die Sonne scheint, deswegen, ich gehe jetzt da hier raus, lass mich noch ein bisschen brutzeln,
Hol mir vielleicht einen schönen Trink irgendwo an der Bar, geht zu einer Familie. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.